Dieses Fahrrad hier hat ein Problem und das teilt es sich mit vielen anderen 20 Zoll Rädern. Ein zu lang Schaltwerkskäfig. Wie ihr seht, ist der Schaltwerkskäfig so lang, dass er unter die Felge geht und deswegen könnte es bei Kannstein oder wenn nicht genug Luft im Reifen ist, dazu kommen, dass das Schaltwerk irgendwo gegenstößt und euch die komplette Schaltung verbaselt. Außerdem wird der Antrieb so deutlich dreckiger. Und das betrifft nicht nur solche kleinen Falträder, sondern alle anderen 20 Zoll Fahrräder. Wenn die eine Kettenschaltung haben, dann ist oft ein viel zu langes Schaltwerk verbaut. Und die Lösung dafür ist ein kürzeres Schaltwerk. Bei diesem Fahrrad ist das jetzt relativ einfach, weil wir hier auch einen entsprechenden Shifter haben. Es kann allerdings auch sein, dass du eine komplett neue Schaltung kaufen musst. Und wir prüfen in diesem Video einfach beides. Vielen Dank für die komplett vernietete Kette. Das war dumm. Und hier könnt ihr schon mal erkennen, der Käfig ist deutlich kürzer. Eine so ein bisschen andere Schaltsystematik. Also das hier ist das sogenannte Shadow Plus Schaltwerk. Das hier ist ein klassisches Rennradschaltwerk. Das heißt, es guckt eine ganze Ecke weiter raus. Worauf ihr achten müsst, ist die Größe der Kassette und die Anzahl der Gänge. Das hier hat ein kleinstes Ritzel mit 11 Zehen und das größte Ritzel mit 32 Zehen und insgesamt 8 Gangabstufungen. Nicht jedes Schaltwerk kann jede beliebige Anzahl Gänge schalten und auch nicht jedes Schaltwerk kann auf jedes beliebige größte Ritzel schalten. Bei diesem Schaltwerk ist es so, dass es deutlich mehr als maximal 32 Zähne schalten kann. Dieses Schaltwerk ist das RDR2000SS und hat eine maximale Kapazität von 32 Zähnen. Der Einbau ist recht einfach. Ihr nehmt wieder das Schaltwerk, schraubt es fest. Hier bei diesem Faltrad könnte es jetzt gut sein, dass es hier zu weit raussteht und deswegen hier diese Verbindung nicht funktioniert. Das checken wir am besten jetzt. Kein Problem. Selbst im allerhöchsten Gang ist das Schaltwerk nicht unterhalb der Felge, sondern hat gut einen Fingerbreit Platz, bis der eigentliche Käfig des Schaltwerks losgeht. Es kann also nicht mehr vorkommen, dass man, wenn man irgendwelche Kanten überfährt, dass die Kante bis zu dem Schaltwerkskäfig durchschlägt. Und wenn man die Kette noch ein bisschen kürzen würde, könnte man hier sogar noch ein bisschen mehr Platz hinbekommen. Allerdings passt das schon ganz gut hier. Die Kette hängt allerdings immer noch verhältnismäßig tief. Und da kommt dann die zweite Lösung. Das hier ist übrigens ein 15-Euro-Teil. Ich frage mich, warum nicht einfach das klares Schaltwerk genommen wird, wenn hier oben schon alles klares ist. Klares wie Kloßbrühe. Andere 20-Zoll-Fahrräder haben vielleicht andere Schaltungskombinationen. Vielleicht haben sie auch 9 oder 10 Gänge und nicht nur 8, wie in diesem Falle hier. Aber auch dafür gibt es Lösungen, zum Beispiel von Microshift. Das hier ist das Ecolite RDM5185S. Max Sprocket sogar für 38 Zähne geeignet. Also selbst wenn ich jetzt mich entscheiden würde für eine deutlich größere Kassette, für einen besseren Berggang, könnte ich dieses Schaltwerk verwenden. Und ihr könnt es hier auf dem Bild schon sehen, das sieht irgendwie nochmal anders aus. Schaltwerke wie diese findet man normalerweise zum Beispiel an Kinder-Mountainbikes. Man muss allerdings sagen, dass so ein Schaltwerk deutlich teurer ist als die Alternative mit dem Shimano Claris, die ich eben gezeigt habe, weil man hier auch einen eigenen Triggershifter dazu kaufen muss. Der ist passgenau für dieses Schaltwerk gedacht. Ein klassischer Shimano Shifter passt da nicht, sondern da muss hier dieser spezielle Shifter für verwendet werden. Und das Besondere an diesem Schaltwerk ist auch, dass hier noch so eine Kupplung drin ist, die die Spannung auf diesem Käfig nochmal erhöht, um die Kettenspannung deutlich zu vergrößern, selbst wenn es über unebenes Terrain geht. Was fällt jetzt im direkten Vergleich auf? Hier ist der Käfig super lang, hier ist er eine ganze Ecke kürzer. Hier ist der Käfig aber gar nicht unbedingt kürzer als hier bei dem Claris-Schaltwerk. Er ist ein bisschen kürzer, aber das Besondere ist, dass eben der Drehpunkt um den Schaltwerkskörper nicht hier oben ist, in der Nähe des oberen Röllchens, wie bei dem Claris-Schaltwerk, sondern
ziemlich in der Mitte zwischen den beiden Röhrchen. Und dadurch bekommt dieses Schaltwerk deutlich mehr Beweglichkeit und deutlich mehr Bandbreite, ohne dass es dafür einen so langen Käfig braucht wie dieses hier. Wir müssen jetzt beides dran lassen, da das hier ein kombiniertes Schalt- und Bremshebelchen ist. Deswegen sieht das jetzt alles gar nicht mal so schön aus. Aber es soll einfach nur mal verdeutlichen, wie das funktioniert. Eingestellt habe ich es jetzt eben gerade schon. Also den Hoch- und Tiefpunkt. Und was jetzt hier auffällt, ist diese deutlich andere Biegung. Die muss man dann eventuell noch so ein bisschen beachten und anpassen. Ich habe jetzt den Schaltzug eingefädelt und das Schaltwerk eingestellt soweit. Mal sehen, ob es funktioniert. In diesem Falle ist der Schaltwerkskäfig so kurz, dass er in jedem Gang richtig viel Platz hat zur Felge. Und das ist damit die optimale Schaltungsart für Räder mit Kleinlaufrädern. Hier ist der Platz zwischen dem oberen Schaltwerksröllchen und der Kassette relativ hoch. Also da ist relativ viel Platz dazwischen, aber trotzdem schaltet er wirklich sauber alle Gänge durch und könnte, wie gesagt, nochmal eine deutlich größere Kassette aufnehmen. Die Frage ist jetzt natürlich noch, können wir es immer noch falten? Und jo, auch hier ist noch genug Platz zwischen Schaltwerk und Rahmen. Wenn ihr also euer Rad umrüsten möchtet, müsst ihr zuerst gucken, wie groß ist meine Kassette, wie viele Gänge habe ich und was muss ich alles umbauen? Manchmal reicht einfach ein neues Schaltwerk, wie bei dem Turn BYB hier. Manchmal müsst ihr aber auch komplett Schaltwerk und den Shifter oben wechseln. Für 8-Gang kann ich die Microshift Ecolite echt empfehlen. Bei 9-Fach gibt es eine Microshift Advent-Schaltung, die dafür gut klappt. Und bei 10-Fach-Kassetten gibt es zwei verschiedene Shimano-Schaltwerke. Einmal das Shimano Z, das man allerdings nur noch entweder gebraucht oder als Restposten bekommt, und das etwas teurere Shimano Saint. 15 Euro kostet mich dieses Schaltwerk hier für meinen Turn BYB. Diese Kombination kostet etwa 50 Euro. Wenn man allerdings in die höhere Gangzahl geht mit 9 und 10 Gängen, dann geht es schnell mal in Richtung 90 bis 150 Euro. Und so ein Shimano Saint-Schaltwerk ist verhältnismäßig rar und verhältnismäßig teuer. Bedenkt auch, dass ihr diese Schaltwerke nicht mit dem Schalthebel bedienen könnt, der schon an eurem Rad verbaut ist, sondern ihr müsst dann alles wechseln und müsst dann halt auch ein bisschen gucken, wie das mit der Bowdenzuglänge ist, wie das mit der Bowdenzugverlegung ist, damit ihr da das bestmögliche Schalterlebnis bekommt. Aber das hier, das ist schon wirklich optimal, und ich frage mich, warum Hersteller das nicht standardmäßig machen.